Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Palworld. Wir möchten uns dem Boss widerstellen. Wir haben unsere alte Pistole diesmal dabei, die wir im letzten Part gebastelt haben. Wir haben dafür die Armbrust mal im Lager gelassen. Ob das so eine gute Idee war? Bei meinem Talent wahrscheinlich nee. Aber egal. Wir kriegen das hin. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Vielleicht gehen wir danach wieder auch in das Gebiet zurück, wo wir gestern waren, weil da gab es Catrese, glaube ich, heißt's. Da waren wir hier. Wartet, wir haben doch diesen Boss schon besiegt. Genau. Catrese. Das ist da so rumgelaufen halt. Mal gucken. Vielleicht finden wir es nochmal. Dann versuche ich es nochmal zu fangen. Entweder ich habe Glück und es funktioniert oder ich habe Pech und es funktioniert nicht. Beim letzten Mal bin ich auch gestorben. Also, wer weiß das schon so genau? Also die Waffe, die Pistole, sie zieht schon wesentlich mehr ab. Das muss ich sagen. Das erinnert mich ein bisschen an Darkrai. Wenn ich es mir gerade so ein bisschen genauer angucke. Aus irgendeinem Grund haben meine Pals gerade gar keinen Bock. Das tat weh. Was ist jetzt hier geblieben? Schön, dass ihr so gar nicht im Kampfmodus seid. Okay, sie haben einfach so gar keinen Bock auf mich heute. Keine Ahnung warum. Dann nicht. Immerhin haben wir den Dungeon geschafft dieses Mal. Das ist schon mal etwas. Laufe ich.
Ich laufe in die richtige Richtung. Mal schauen, was da hinten eigentlich so ist. Da oben ist ein Ei. Und es sieht nach einem Ei aus, was wir noch nicht gefunden haben sogar. Doch mal ganz arg neugierig. Wobei, ich glaube, so ist ein düsteres Jumbo-Ei. Das da, hat das eine andere Farbe? Lass mich runter. Nein, es hat dieselbe. Okay. Wir holen uns doch das Ei, was da oben ist. Sind wir fast um. Wir haben es fast geschafft. Okay, das ist ein grünes. Da ist auch noch ein Ei. Das könnte jetzt aber gleich mein Tod werden. Deswegen. Ah, Glück gehabt. Sind wir fast oben. Und noch ein düsteres Jumbo-Ei. Das wäre auch eine tolle Fläche für ein Lager. Du bist hier so richtig so im Nirgendwo. So. Dann gehen wir mal zurück zur Vogelstatue und zurück in unser Lager. Sollten ein bisschen mehr am Strand entlang laufen, dass wir die Vogelstatue nicht verpassen, weil ich kenne mich ja. Oh, da ist ein Land. Ich weiß nicht, ob wir eine Chance dagegen haben, aber wir können es ausprobieren. Ja!
wenn unsere Pals mitmachen würden. Aber definitiv, die Pistole ist sehr viel besser als die Armbrust. Auch gegen einen Level 30er Mount. Ja! Und auf Pals kann ich gar keinen Bock auf dich haben. Das eigentlich sehr gerne. Bleib doch einfach drin. Das ist Pal. Ja. Kannst du sowas vielleicht mit dem Licht machen? Ich hätte es so gerne gehabt, aber es wollte partout nicht. Es wollte einfach nicht. Vielleicht müssen wir doch mal die anderen mitnehmen. Vielleicht bleiben die da dann eher drin. Bin mal gespannt, ob jetzt schon ein Kuchen fertig ist. Wieso hinterfrage ich es eigentlich? Die Torte ist noch nicht ganz fertig, aber vielleicht können wir ihm helfen. Na, wenn es was nicht mit Haltbaren sind fertig. Nehmen wir die mit. Und etwas Mehl ist fertig. Wenn ich da Medizin reinschmeiße, nehmen die die dann von selbst? Ich frag jetzt einfach mal. Das wäre vielleicht eine Option. Unser Drachen-Jumbo-Ei ist fertig. Und ein Elfidran. Dann brüten wir mal ein davon aus. Doch, da habe ich Metallwochen. Wusste doch, ich habe die Metallwochen. So. Und dann brauchen wir das hier nicht mehr und das nicht und das nicht.
Ich glaube, wir probieren das einfach aus. Oh, die kann ich da gar nicht ablegen. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Dann hat sich das natürlich schon erledigt. Weil dann nehmen sie es nicht. Jetzt können wir ein bisschen Schießpulver noch machen. Und ich glaube, dann muss ich mal mein Spiel neu starten. Bei mir haben sich eh wieder Parts nach unten verglitscht. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht das Lager doch woanders hin deponieren, weil wir können ja eine Holzfäller-Dings bauen und was für Stein und Erz. Das heißt, wir bräuchten ja kein Lager, wo Bäume spawnen und wo Stein und Erz. Würde ich jetzt mal sagen. Oh, ich brauche eine neue Rüstung, die mich warm hält. Da war was. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich mache an dieser Stelle einen Cut. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.